Das Spiel des Lebens. Herzlich willkommen hier bei Sky Sport News HD. Ja, die große Bühne nutzen, das tun wir hier jeden Tag. Aber war mal schön für den Amateurfußball. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, so unterhaltsam kann sie sein. Ne? Die dritte Kreisklasse Emsland Süd. Genau, große ja. Momente. 2-1 für Altenlingen 3. Glückwunsch nochmal zum Sieg. Da geht es jetzt sicherlich weiter rund. Und wenn man sich so die Berichterstattung anschaut vor rund 3 Monaten, hätte man sich wähnen können, dass man auch in Russland in der dritten Kreisklasse, ja, Emsland Süd nicht, aber irgendwo in Russland unterwegs war, so wie es mit der Nationalmannschaft dort abging, aber alles cool, und nach dem 0-0 in der Nations League wartet auf die Nationalmannschaft, der jetzt ein Testspiel gegen Peru in Sinsheim morgen. Ja, also der erste Schritt ist schon mal getan. Hier sehen wir die Mannschaft bei der Ankunft am Teamhotel in Heidelberg. Zahlreiche Fans jubeln ihren Idolen zu. Viele Autogrammwünsche wurden da erfüllt. Die Fannähe sollte ja auch jetzt der Schlüssel zum Erfolg wieder werden. Die ist definitiv gegeben. Heute steht da noch eine Trainingseinheit im Stadion auf dem Programm. Wir sind dann gleich vor Ort auch mit unserem Kollegen Uli Köhler. Und die Pressekonferenz haben wir auch noch, Noah, ne? Die haben wir auch noch. Joachim Löw wurde versetzt vom Spiel des Lebens, aber irgendwo auch völlig zu Recht. Also er hat parallel gesprochen. Jetzt haben wir in den nächsten Minuten die besten Aussagen für Sie. Und die Partie gegen Peru ist ja jetzt ein echtes Testspiel, um das nochmal klar zu machen, also keine Nations League. Und deshalb die Möglichkeit für Joachim Löw, auch vielleicht seinen Neulingen Einsatzzeit zu geben. Der Bundestrainer hat schon ein paar Personalien für das Spiel gegen Peru verraten. Also streichen wir wahrscheinlich. Geplant von meiner Seite ist, dass ich natürlich bei so einem Spiel, das unter der Rubrik Testspiel läuft, und ich die Möglichkeit habe, 6 Wechsel insgesamt vorzunehmen, dass ich das höchstwahrscheinlich eben auch ausschöpfen werde, das ist klar. Ich denke, dass morgen auf jeden Fall, vielleicht kann ich so viel sagen, Nico Schulz wird auf jeden Fall beginnen auf der linken Seite. Julian Brandt wird von Anfang an spielen, so ist es geplant. Darüber hinaus machen wir heute Abend noch mal ein paar Gedanken, weil das Abschlusstraining ist auch noch mal wichtig. Vielleicht kann man hier an der Stelle noch mal sagen und diese Information geben: Mats Hummels wird wahrscheinlich nicht spielen können morgen. Er hatte schon den ein oder anderen Tag vorm Frankreich-Spiel und dann während des Spiels Probleme mit der Achillessehne. Also nichts Dramatisches, aber nach Auskunft der Ärzte macht es einfach auch Sinn, wenn er 2-3 Tage pausiert. Und deswegen wird er heute jetzt nicht trainieren. Er hat individuell trainiert, aber ich denke auch, dass wir morgen dieses Risiko nicht eingehen. Und Sinn macht das auch für den Bundestrainer, dass Joshua Kimmich da im zentralen Mittelfeld spielt, zumal auch Matthias Ginter für den Bundestrainer ein gutes Spiel abgegeben hat gegen Frankreich. Ich glaube, dass Kimmich zuerst mal jetzt eine Lösung sein wird für die nahe Zukunft auf dieser Position als Sechs, weil es hat mir sehr gut gefallen, wie er das interpretiert hat. Damit war ich sehr zufrieden. Der Matze Ginter hat das sehr, sehr gut gemacht, keine Frage. Der hat schon auch eine große Zweikampfstärke und hat einige Male eben auch in den Zweikämpfen in höchster Not gerettet. Das war schon eine gute Leistung von ihm. Also er kann ja auch, weil er in Dortmund damals schon rechts gespielt hat, auch ein bisschen offensiver die Rolle noch in Zukunft interpretieren. Und darüber hinaus sehe ich auch Thilo Kehrer vielleicht in dieser Position. Das spielt zwar manchmal im Verein in der Innenverteidigung oder in der Dreierkette, aber ich denke, könnte sein, dass er natürlich auch diese Entwicklung, wie vielleicht auch Jérôme Boateng in der Vergangenheit 2009, 2010 über die Außenverteidigerrolle eben auch mal in die Mannschaft integriert werden kann. Er ist schnell, er ist zweikampfstark, er ist technisch ganz gut. Also es könnte auch ein Spieler sein, der in Zukunft mal vielleicht auch für diese Rolle in Frage kommt. Gut, dann gehen wir mal gerne rüber zum Training, was öffentlich ist, zumindest für die Medien in Sinsheim bei unserem Reporter Uli Köhler, bevor morgen der Test gegen Peru steigt. Uli, wir haben ein paar Personalaussagen von Joachim Löw gehört. Also Mats Hummels wird geschont, Schulz auf der linken Abwehrseite wird spielen, Hoffenheimer und Julian Brandt. Was gab es sonst noch im Tor? Vielleicht ein Wechsel? Oder was haben wir noch verpasst gerade in den Aussagen von Joachim Löw? Marc-André Ter Stegen wird spielen und ansonsten wird, glaube ich, kräftig durchgemischt, denn alle sollen ja ihre Spielpraxis bekommen, die hier mitgefahren sind, und das heißt, dass Thilo Kehrer vielleicht hinten rechts spielen wird. Also ich glaube nur, dass Joshua Kimmich mal gesetzt ist, dass im Mittelfeld Toni Kroos gesetzt ist und wahrscheinlich an der Seite von Ilkay Gündogan, das vermuten wir jetzt mal so, aber in der Abwehr gibt es natürlich Veränderungen. Hummels wird nicht dabei sein, das heißt, Niklas Süle rutscht rein und vor allem Nico Schulz
Götz ist mit dabei. Der Debütant hier aus Hoffenheim hat natürlich eine seiner großen Auftritte dann quasi in seinem Wohnzimmer. Darf er hier spielen gegen die Peruaner. Die sind auch hier vertreten mit viel Presse, mit viel Fernsehen auch. Und wir haben gerade die Ansage bekommen vom DFB, dass wir noch ein bisschen länger draufbleiben dürfen, dass Joachim Löw das durchaus erlaubt hat. Aber jetzt ist dann langsam doch Schluss, weil jetzt kommen die Geheimnisse. Also deshalb muss ich jetzt sagen, Noah, es war zwar sehr schön mit euch und mit dir natürlich, aber jetzt glaube ich, müssen wir Schluss machen, weil sonst wäre ich hier rausgetragen und das will ich nicht. Aber der neue DFB ist ja überall offener gegenüber allen, auch gegen den Medien. Heute gab es viele Autogramme vor dem Hotel. Also die Spieler waren richtig gut drauf und richtig gute Stimmung auch bei den Fans. Ich glaube, zur neuen Bescheidenheit bei der Mannschaft und beim Trainer gehört auch die Bescheidenheit bei den Fans. Die müssen auch mal davon ausgehen, dass Deutschland nicht immer alles gewinnen kann. Da gab es die Lektion auch in Russland für die Fans und heute haben sie sich groß gefreut. Also ich sage jetzt mal, ich mache jetzt mal hier Schluss. Du wirst gleich rausgeschoben, Dann freuen sich ja auch alle, weil wir wollen es nicht überstrapazieren, sonst tragen sie mich noch raus und die Jungs sind echt gut beieinander. Wobei, also, das würden wir ganz gern sehen, ne? Aber lassen wir das so. Bleiben wir ein bisschen drauf, Uli, dann können wir noch über die taktische Ausrichtung sprechen gegen Peru und wir sehen Uli rauszutragen. Ja. Danke dir. Ja, wir wollen es nicht übertreiben mit dem Guten. Wir brauchen ihn noch, unseren Uli Köhler. Wir brauchen ihn noch. So, der DFB-Vizepräsident der Amateure, das ist ja Dr. Rainer Koch. Er hat einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel widersprochen. Der Meldung zufolge habe Reinhard Grindel, also der Präsident, eine Verlegung des Spielortes für den Test morgen gegen Peru von Frankfurt nach Sinsheim angeordnet, da die Frankfurter Ultraszene viel zu unberechenbar sei und man Angst vor Ausschreitungen habe. Der DFB-Funktionär Dr. Koch hat diese Darstellung in der Halbzeitpause vorhin beim Spiel des Lebens aber zurückgewiesen. Fakt ist, dass wir uns Anfang des Jahres überlegt haben, wie müssen wir die letzten Länderspiele ausrichten, um bestmögliche Voraussetzungen zu schaffen für unsere Europameisterschaftsbewerbung. Das ist doch völlig richtig, dass Herr Grindel dann in einer internen Diskussion alle Fragen mit aufwirft. Und natürlich haben wir auch gefragt, das ist ja abgedruckt, wie wird denn das Fanverhalten somit sein. Aber entscheidend war ganz was anderes und da waren wir uns auch völlig einig. Herr Grindel hat da niemand overrulen müssen. Wir wollten für morgen gegen Peru, das ist nicht der Weltmeister, ein volles Stadion garantieren. Und dieses volle Stadion haben wir morgen. Das Stadion ist ausverkauft. Und im Übrigen ist Frankfurt nicht von der Liste gestrichen, sondern Frankfurt bekommt jetzt ein vermutlich Europameisterschaftsqualifikationsspiel im nächsten Jahr. Vielleicht dann sogar gegen einen noch etwas größeren Gegner, damit wir auch in Frankfurt die Arena voll machen. Also völlig umsonst die Aufregung.